Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Gast, ein wunderbares Essen. Ein Kompliment an den Koch, bitte. Wird gemacht. Harold, du bist wunderschön. Harold, oh. Ich bin Tourette-Dichter. Hä, was ist das? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Scheißdrecksfotze! Ich wünschte, alle Arbeitslosen würden einen Job bekommen. Da würden all die selbstgefälligen Fotzen im Arbeitsamt ihren verlieren. Alter, masturbierst du schon wieder? Ach, fappalafapp. Meine liebste Zeit des Jahres ist die, wo alle Insekten anfangen zu sterben. Nerds fanden einen neuen Cheat bei GTA 5. Wenn du den ganzen Tag lang spielst, bekommst du unendlich Jungfräulichkeit. Ich bin ja so verliebt. Meine Freundin überraschte mich, als sie sagte, sie sei schwanger. Das änderte einfach alles. Ihr wisst schon, Telefonnummer, Name, Adresse. Klasse lacht. Ich? Nachbar. Ich zum Nachbar. Warum lachen denn alle? Nachbar? Keine Ahnung. Bei dir stand die Schaukel auch zu nah an der Wand, oder? Ein Anagramm von Heidi Klum ist Helium-Kit. Damit wäre das mit der Piepsstimme auch geklärt. Dunkle Farben absorbieren mehr Licht als helle. Wir sehen also, Neger bestehlen sogar die Sonne. Ich lese meinem kleinen Adolf abends immer eine gute Machtgeschichte vor. Warum war einer der drei heiligen Könige schwarz? Damit er die Geschenke trägt. Wow, geh mal lieber zwei Schritte zurück. Ich weiß nicht, wie lange er wird. Du bist zwar kein Eichhörnchen, aber du darfst trotzdem gerne mal an meinen Nüssen knabbern. Ich bin Umberto. Ich bin hier, um deine Tochter zu ficken. Um was? Umberto. Geh zu einer Frau, biete ihr Schokolade an und wenn sie die Schokolade annimmt, dann wirf ihr einen Ziegelstein ins Gesicht. Danach kannst du sie ficken, solange sie noch warm ist. Zum Valentinstag bekam ich einen Blowjob. Zum Geburtstag bekam ich einen Blowjob. Zum Hochzeitstag bekam ich einen Blowjob. Zu Weihnachten bekam ich ebenfalls einen Blowjob. Bei jedem feierlichen Anlass bekomme ich einen Blowjob. Aber kaum hole ich den Schwanz bei der Beerdigung meiner Schwiegermutter raus, bin ich plötzlich der Perverse. Da versteht einer die Frauen. Die drei schönsten Worte der Welt. Mathe fällt aus. Dieser Moment, wenn du bestehst, eine Packung Luft zu kaufen, aber da dann diese verdammten Chips drin sind. Ich bin Umberto, ich bin hier, um deine Tochter zu ficken. Chuck Norris, um was, Freundchen? Um mir einen Roundhouse-Kick verpassen zu lassen. Sir! Hab ich vielleicht zu viel Schminke im Gesicht? Kommt drauf an, willst du Batman töten? Wann hörst du endlich auf, an dem Regal rumzudübeln? Wenn ich es für angebracht halte. Eine Schweigeminute für alle Nintendogs, die seit 2008 nicht gefüttert wurden. Es gibt drei Dinge, die unendlich sind. Das Universum, die menschliche Dummheit, die Testversion von WinRAR. Auf die Frage meines Dates, was wir heute Abend machen wollen, war wohl, deine Pissklappen klingeln lassen, nicht die beste Antwort. Jo Leute, gebt mir einen Daumen rauf, wenn ich dieses Format weiterführen soll und schreibt mir doch euren Lieblingswitz unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Montag.